Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch. Und zwar ist das ganze Video von Miniminister eines Tagesschau 10. Ich habe gehört, dass es ein sehr gutes Format sein soll. Ich dachte, ich reagiere einfach mal auf die neueste Folge. Ich habe Stefan dabei und wir gehen direkt rein. Let's go. Der Double Time Boss. Ich dachte, jetzt kommt dieses. Was ist das nochmal? Wie heißt denn dieses Filmstudio? Ist das Universal? Bild mir ein, dass es Universal ist, aber ey, not sure. Halli und hallo, liebe SternchenInnen. Die hier gezeigten Personen sehen und reden aus. Das ist aber nicht nur ihre Schuld. Also habt Spaß und spart Gas, lol. Ey, Bro, das ist ein übel geiler Disclaimer für YouTube-Kacke-Videos. Ja. Übergeil, dass man das halt nicht so ernst nehmen soll. Das finde ich witzig. Das finde ich besser als diesen Text, diese Wall of Text, die da manchmal kommt. Der Deutsche ist im Studio. Na klar, muss er die Tagesschau moderieren, ist ja klar. Meine Damen, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Konfliktministerin Baerbock nannte ihren Besuch in China ein Horrorszenario. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen hat Baerbock die Gefahr eines militärischen Konflikts offen angesprochen. Baerbock kritisierte, China dulde keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Eine gemeinsame Zugfahrt aus Deutschland nach Peking finden beide sicher gut. Der chinesische Also, ich hoffe, dass die, also wenn sie in Deutschland losgeht, dann stehen sie wahrscheinlich immer noch am Bahnhof, würde ich mal sagen. Weil das ist mit der Pünktlichkeit halt leider eine super schwere Sache. Ich check immer nicht, warum jedes andere Land das hinbekommt, pünktliche Züge zu bekommen. Und ausgerechnet, wir kriegen es nicht hin. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der Zug da im Hintergrund fake ist und dass die halt immer noch am Bahnsteig stehen. Ja, ja, okay. I guess. Safe. Ja, sehe ich auch. Außenminister nimmt sich viel Zeit für seinen unbequemen Gast aus Deutschland. Das offizielle Gespräch ist so unbequem wie geplant. Der Taiwan-Konflikt, der Krieg gegen die Menschenrechtslage, die Ukraine. Bei vielen kritischen Fragen betrachten die Welt und China die Welt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich muss offen sagen, dass ich mich oft frage. Das Ding ist, ich frage mich auch manchmal, wenn so Politiker irgendwie sowas in der Hand halten, ne, oder irgendeine Begehung machen irgendwo. Meine Flasche leider umgekickt, super doll. Ich denke mir also, die haben das in der Hand und die müssen das in der Hand haben und dann werden coole Fotos gemacht, aber was denken die in dem Moment? Die denken doch auch in dem Moment nur, what the fuck, what is this shit? Ja. Also als ob die wirklich sich dafür so krank interessieren, you know? Die müssen halt interessiert ein Scheiß, tun. Also. Ein Scheiß. Frage, warum ich Präsident Putin nicht stoppen? Wir alle wissen, ich hätte jederzeit die Möglichkeit dazu. Ja. Hätte. Es gibt eine neue Position. Ja, okay. Ahnig, gutes Sprichwort. ...des chinesischen Außenministers zu Russlands Angriffskrieg. Er betont, man werde ungewöhnliche Waffen an Konfliktparteien liefern. Diese Meinungsverschiedenheiten, die sollten uns nicht davon abhalten, im Austausch zu bleiben. Was China braucht, sind Lehrmeister aus dem Westen. Der neue chinesische Verteidigungsminister heißt Annalena Baerbock. Es zeichnet sich ab. Okay, also sie hat anscheinend einfach mal das Amt übernommen oder so. Was ich auch ziemlich witzig finde, ich mag es direkt Sachen aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen und auch andersrum. Das gleiche mit hätte Fahrradkette, indem ich gerne sage would have bicycle chain. Finde ich einfach ultra witzig, ja. Es wirklich trifft halt genau meinen dummen, stumpfen Humor. Stumpf ist Trumpf, ich sag's ja immer wieder. Dass die Verbindungen Baerbocks zu Russland noch enger werden, als sie es ohnehin schon sind. Xi Jinping besucht den größten Planeten unseres Sonnensystems. Auf dem Jupiter traf er den Alien-Präsidenten. Jetzt geht's aber los. Präsidenten Bock. Im Zentrum des Besuchs stehen Wirtschaftsinteressen. Seit 2009 ist China der größte Handelspartner des Jupiters und einer der wichtigsten Investoren. In den USA ist ein Fachmann für Geheimnisverrat verhaftet worden. Allem Anschein nach wollte der Fachmann sich mit seinen Brüsten in einer Chatgruppe brüsten. Oh Mann, ey. Es ist so kacke manchmal. Ach, ich weiß auch nicht mehr at this point, was da in den Nachrichten jeden Tag los ist. Ich weiß, warum ich die Tagesschau nicht mehr verfolge. Aber wir wissen jetzt, und das hat irgendwie niemanden interessiert, wie es auf dem Jupiter aussieht. Ist oh ja, stimmt. Also, das ist actually geil. Komplett neue Sphären, die sich hier aufgemacht haben. Ich finde es immer krank, wenn so Politiker, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die so ein Privatleben haben, weißt du, wie ich meine? Also, dass es normale Menschen sind, so irgendwie. Hey, haben die safe auch nicht. Hast recht. Als die Kamerateams das Gerichtsgebäude in Boston verlassen, werden sie sofort von Angeklagten umringt.
Kein Kommentar. Der 300-jährige Nationalgardist der US-Luftwaffe soll eine Spezialeinheit des FBI entwendet und fotografiert haben. Das Pentagon hat angekündigt, es werden weiter Verteidigungsinformationen im Internet veröffentlicht und auch künftig werden die USA ihre Partner ausspionieren. Wir checken, wer von etwas Kenntnis hat und wir verteilen Zugangscodes. Ich soll keine nennen, aber 321 ist ein Geheimcode. Ach Mann, Digga. So ein Tollpatsch. Wirklich so ein Tollpatsch. Dass ihm das aber auch wirklich passiert ist. Ich find's ja, warum ist das Pentagon eigentlich, warum ist das nicht das Pentagon? Also warum ist es fünfeckig? Es heißt, es ist ja nicht fünfeckig, weil es Pentagon heißt. Weil es, der Name ist ja wahrscheinlich erst danach entstanden, oder? Und wenn der Name nicht danach entstanden ist, sondern davor, dann macht es natürlich Sinn, dass das Ding fünfeckig ist. Aber warum heißt es denn Pentagon? Ich habe mir wirklich noch nie auch nur eine Sekunde darüber Gedanken gemacht. Hast recht. Ja, okay, dann werde ich es jetzt auch nicht mehr tun. Die Vereinigten Staaten investieren jedes Jahr Milliarden in Videospielplattformen, dass Videospielinformationen über Monate unentdeckt auf Geheimdienstplattformen kursieren, zeigt, wie verletzbar das System trotzdem ist. Die USA können offenbar nicht dafür garantieren, dass Videospielinformationen geheim bleiben. In Frankreich ist der umstrittene Präsident Macron verhaftet worden. Nach britischen Geheimdienstangaben hatte der Präsident in den vergangenen Monaten immer wieder Menschen getötet. Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden. Erst gestern war es hier. Die sogenannten umstrittenen Weisen des Gerichts hatten über die Rechtmäßigkeit der Scheidenreform zu entscheiden. Vor 64. Ey, Bro, wirklich, Frankreich ist ein echt wildes Pflaster, sage ich. Weil sie über die Scheidenreform entscheiden? Ja, unter anderem. 60 Stunden dann das Urteil, Macron muss scheiden, im ganzen Land einen Kuss geben. Nicht oh, äußern, geil, auf nach Frankreich! Wie es jetzt weitergehen soll. Moment mal. egal, scheiß drauf. Soll, das ist meine Devise. Macron kann jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen. Er muss jetzt die Gewerkschaften schlagen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob er dazu in der Lage ist. Hey, Puppe! Ja! Oh Mann, Alter, Digga, ist das geil. Sie wird jahrelang unterwegs sein und soll dann nichts erreichen. Die Sonde JUICE ist heute zu einer massiv behinderten Mission abgehoben. Mehr als... Okay. Oh, sag doch das nicht so, hä? What the fuck, Bro, chill. 10 Kilometer entfernt soll JUICE mit 600 Millionen Instrumenten 3 Erkenntnisse liefern über mögliche Grundlagen für Leben. In Darmstadt... Die Freude. Nein, das kann nicht sein. In Darmstadt lebt kein Mensch, meiner Meinung nach. Darmstadt ist wirklich, das ist keine Stadt, meiner Meinung nach. Ist riesig. Außerirdisches Leben übernimmt erfolgreich die Kontrolle über die Sonde. Dieses Mal klappt alles. Markus. Ich bin mir sicher, dass sie genau so wieder eingeparkt hat, oder? Das hat für mich kurz einen Moment gedauert, bis ich realisiert habe, dass sie nach unten fliegt. Aber was, also eigentlich kann man das nicht sagen, dass es lustig wäre. Okay, es wäre lustig gewesen, wenn man jetzt irgendwie so einen, noch eingeblendet hätte, so einen Absturz von so einer Falcon-Rakete. Die sind ja auch 1000 Mal beim Wiederlanden abgestürzt. Ja. Hätte ich lustig gefunden. Ich hätte, ja, egal. Wir lassen das Thema einfach beruhen und fahren jetzt mit dem Video fort. Söder ist im umkämpften Atomkraftwerk Isar 2 stark unter Druck geraten. Einen Tag vor dessen Abschaltung bekommt Ingo Zamperoni einen exklusiven Blick ins... Stefan. Nein. Ingo Zamperoni, kannst du dich erinnern an diese Tagesschau-Episode? Ich kann mich tatsächlich erinnern, als wäre es gestern gewesen. In der Folge, in der mein Zamperoni berührt wurde. Das Innere des Atompräsidenten und nun die umstrittene Wettervorhersage für morgen. 40 Grad am... Ach nee, ach komm, nee, bitte, nee, wirklich. Also wirklich, at this point würde ich die Fernseher auch ausmachen. Ernst Flohr. Ula, hab Blut. Sogst du in mein Ohr. Irgendwann ist mal Feierabend, Kreatur. Ja, nee, weiß ich nicht. Also das Outro war, also der letzte Clip war es nicht an der Stelle. Ey, aber wenn euch das Video gefallen hat, schaut beim Miniminister vorbei. Wirklich ein geiler Kanal. Ein geiler, ich sage mal, Newcomer-Kanal. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mir rausnehmen darf. Der Kanal hat immer noch mehr Abonnenten als ich. Super schade. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung da lasst. Bei dem Kanal ein Abonnement. Mir ein paar Kommentare schreibt. Schreibt mir gerne neue Vorschläge in die Kommentare, wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.